Guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sophie und ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie mit Ihrem Smartphone telefonieren können und wie Sie Kontakte handhaben können. Wir beginnen damit, eine Nummer, die ich auf einen Zettel notiert habe, anzurufen. Dazu gehen wir mal in unser Handy rein und öffnen die Telefon-App. Die ist mit einem grünen Hörer gekennzeichnet, so wie wir das im Video Symbole auch schon gesehen haben. Ich gehe mal rein. Da gibt es jetzt mehrere Reiter. Für uns ist jetzt interessanter Reiter Tastatur oder Ziffernblock ist er auch manchmal genannt. Dort gebe ich jetzt die Nummer ein. 0676 8742 2650. Das ist nicht irgendeine Nummer, das ist die Nummer der TIC-Hotline. Dort können Sie anrufen, wenn Sie irgendwelche Probleme mit Ihrem Handy oder Tablet oder Computer haben. Und kompetente TIC-Trainerinnen und Trainer werden Ihnen zur Seite stehen und das Problem mit Ihnen lösen. Ich könnte jetzt diese Nummer direkt anrufen, indem ich auf den grünen Hörer drücke. Das werde ich jetzt aber noch nicht machen, weil wir die vorher einspeichern werden. Es hat einfach den Vorteil, dass Sie nicht ein kleines Telefonbuch mitschleppen müssen, nur damit Sie alle Ihre Kontakte immer bei der Hand haben, sondern alles auf Ihrem Handy haben. Dazu, nachdem ich die Nummer eingegeben habe, drücke ich auf dieses grüne zu Kontakten hinzufügen. Die Nummer brauche ich jetzt nicht mehr, das ist erledigt. Ich drücke neuer Kontakt und kann hier jetzt alle möglichen Infos zu diesem Kontakt eingeben. Beginnend einmal mit dem Namen, das nenne ich TIC Hotline. Jetzt könnte ich da auch noch alle möglichen anderen Infos zu diesem Kontakt eingeben, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, was auch immer. Aber fürs Erste reicht uns das einmal. Die Nummer wurde von unserem Handy auch schon ausgefüllt. Wir drücken, wenn wir fertig sind, auf Speichern. Manchmal heißt es auch fertig. Und die Nummer ist in unserem Handy drinnen. Wir gehen jetzt wieder zurück und sind wieder bei diesen Reitern, wo wir angefangen haben. Jetzt gehen wir auf den Reiter Kontakte und suchen uns den einmal wieder raus. Die sind alphabetisch geordnet. Sie können also einfach nur runterwischen und den Kontakt suchen. Schneller geht es aber, vor allem wenn Sie viele Kontakte haben, mit der Lupe. Die haben wir ja auch schon kennengelernt. Da gebe ich jetzt TIC Hotline ein und dann scheint auch schon die auf, die wir gerade eingespeichert haben. Ich drücke drauf und man sieht, da ist ein grüner Hörer. Wenn ich auf den drauf drücke, rufe ich die an und das tun wir jetzt auch wirklich. Natürlich müssen wir dann warten, bis die Person auch abgehoben hat. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Hallo. So, jetzt haben wir die TIC-Hotline dran und jetzt sehen wir da auf unserem Handy mehrere Symbole. Für uns wichtig ist zum Beispiel der Lautsprecher, den kennen wir ja auch schon aus einem vorherigen Video. Da drücken wir drauf. So, du bist jetzt auf Lautsprecher. Herzlich willkommen. Passt. Also Sie hören, die Stimme ist jetzt sehr viel lauter. Und er versteht mich auch besser, wenn ich das Handy auch weiter weghalte. So, auch noch wichtig ist die Tastatur. Das ist zum Beispiel, wenn Sie irgendwo anrufen, kennen Sie das vielleicht, dass eine Stimme sagt, drücken Sie die 1, um dorthin zu kommen, drücken Sie die 2, um dorthin zu kommen. Da braucht man eine Tastatur. Und die Tastatur ist eben auch wieder ein Symbol. Drücke ich drauf. Und dann scheinen da die Zahlen auf und Sie können die drücken, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Also auch ein wichtiges Symbol. Alle anderen Symbole sind nicht so relevant. Wichtig ist aber, dass Sie nach Ihrem Anruf auch wieder auflegen. Weil Ihr Handy legt erst nach ungefähr 2 Stunden von selbst auf, wenn überhaupt. Und wenn Sie jetzt vor allem ins Ausland telefonieren und das Auflegen vergessen, dann könnte das ein bisschen ins Geld gehen. Also, wir sind fertig. Ciao, André. Wir drücken auf den roten Hörer. Und sind mit unserem Anruf fertig. Jetzt kann es sein, dass ich eine Nummer bearbeiten möchte. Dazu gehen wir wieder zu den Kontakten, suchen uns unseren Kontakt aus, TIC Hotline und drücken auf das I. Jetzt sind wir da in dem Menü von dem Kontakt und da unten steht dann so ein Stift, wo Bearbeiten drunter steht. Das ist manchmal an verschiedenen Stellen im Handy, also wenn Sie diese Seite offen haben, aber
es ist meistens mit Bearbeiten eben gekennzeichnet. Wir drücken also drauf und könnten jetzt hier die Nummer ändern, zum Beispiel wenn derjenige eben seine Nummer ändert oder die E-Mail-Adresse oder was auch immer. Wenn wir fertig sind, drücken wir auf Speichern oder wenn wir nichts geändert haben, reicht auch Abbrechen. Dort könnten wir es ändern. Jetzt wollen wir aber den Kontakt komplett löschen, weil wir ihn einfach nicht mehr brauchen. Dann drücke ich auf die drei Punkte oben und drücke auf Löschen. Bei manchen Handys ist es auch direkt bei Bearbeiten dabei, also nachdem ich Bearbeiten gedrückt habe, scheint ganz unten Löschen in Rot auf. Das kann auch sein. Bei uns ist es jetzt mit den drei Punkten, wir drücken auf Löschen. Wir werden immer gefragt, ob wir das jetzt auch wirklich machen wollen. Löschen funktioniert nämlich nicht nur mit einem Klick meistens. Wir drücken also auf Löschen und die Nummer ist ganz weg. Ich hoffe, Sie konnten heute sehr viel lernen. Ich freue mich schon auf unser nächstes Video. Bis dann!